Willkommen hier in Talfang, einem kleinen Ort irgendwo in der Pfalz, keine Ahnung wo genau, bislang, aber ich schaue es noch nach. Wir sind jetzt hier angekommen im Auto und ich gehe schon mal hin. Hier hinten hängt am Auto dran das Tandem. Mhm. Jetzt nehme ich die Spanngurte ab, die halten den Kofferraumdeckel zu. Da habe ich zwei Stück befestigt, eins ist weg. Zwei ist weg. Jetzt kannst du den Kofferraumdeckel aufmachen. Insofern ich den Deckel finde. So, jetzt hebe ich leicht an. Ja, ich hebe auch an. Jetzt kommt es raus. Halt am Lenkrad fest. Und es ist draußen. Vorsicht, runter, fertig. Ja, du merkst schon, da fehlt was, gell? Da fehlen jetzt nur die Deckel noch. Ja. Man muss so ein paar Sachen auseinanderbauen, damit es besser in den Kofferraum geht. Einmal an die Startnummer. Ja, und brauche einen Kabelbinder. Vier Kabelbinder an der Zahl. Gut, wir haben die Nummer 2143. Sind es tatsächlich so viele Fahrer? Nein. Ich glaube nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Weiß nicht, war. Vielleicht sagt zum Beispiel die 2 vorne aus, welchen Typ Strecke wir fahren oder so. Stimmt. Weißt du, dass wir die Nummer 143 haben und vielleicht die 2 vorne ja, einfach. Ja, so viele fahren. Mhm. Das, ja, ja, so viele fahren starten auf jeden wir Fall. Mit den Leuten in, starten wir in einer Gesamtgruppe, ja. In einer großen Gruppe? Ja. Wie viele ich glaube sind mit 200 etwa. Könnte oh, das sein. Sind aber schon viele 200 müssen wir mal schauen, Fahrer. Ja. Oder sind 200 für alle Strecken? Das kann ich dir aus dem Kopf nicht Nein, mehr sagen. Nein, etwa 1000 für alle insgesamt. Ach ja. Okay. So, na, dann könnten es 200 etwa insgesamt sein. Insgesamt sind es etwa 1000 Fahrer. Okay. Für alle Strecken. Ah ja, gut. An euch viel Spaß. Ja, ebenso. Macht's gut, kommt gut an. Heil an. Und hepp. Langsam. Lenken, lenken und Wurzeln ausweichen und gucken, dass ich mich auf dem Vordermann aufmache. Okay. Ja, wir sind wieder auf dem guten Weg. Enge Kurve links. Danke. Wir sind jetzt im letzten Anstieg auf den Erbeskopf. Wir haben jetzt 562 Höhenmeter nach oben genommen. Wir sind aktuell auf 630 Meter Höhe. Müssen noch knapp 200 jetzt nehmen. Thank you.
nur bei so einem Ausguck, so ein Turm hier oben. Bei 790 Meter Höhe. Okay. Ja, laut Höhenprofil. Vielleicht ist aber auch der Höhenmesser nicht ganz exakt. Vielleicht sind wir auch oben, weil am Ausguck müsste ja der höchste Punkt sein. Ich passe auf, keine Sorge. Wow, riesen Panoramablick hier über die ganze Landschaft. Irre. Das funktioniert. Festhalten. Alles perfekt. Du kannst ihn hinter so ein klein wenig aus dem Sattel drücken. Ja, sehr gut. Super. Rollbike. Bist du drauf? Danke. 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 Was sagst du? Ja, sind wir jetzt. Jetzt sind wir unten. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns die nochmal holen können. Jetzt sind wir auf unserem Terrain wieder. Aber bitte halt durch. Ich halte durch. Konzentrier dich. Oh, was ist das jetzt? Das ist es. Nur fahren wir es diesmal. Aber pass auf. Bin hoch. Pass aufs Rad auf hinten. Bin hochkonzentriert. Ich will nicht, dass das Rad sich nicht verdreht. Jetzt noch mal kurz steil, dann sind wir unten. Bremst gut ab, bitte. Und unten. Super, gleich wieder. Danke. Danke. Kleine Brücke. Jetzt noch mal steil. Ja, wir haben die Kette verloren. Was? Wir haben die Kette verloren. Scheiße, jetzt? Halt mal kurz an. Jetzt? Tannen festhalten. Was machen wir jetzt? Die Kette nochmal draufhängen. Kriegen wir es hin noch zu schnell? Ja. Haben wir. Kurz über den Hügel rüber. Beschieben. Am letzten Stück. Am letzten Stück, natürlich. Wieder aufsetzen. Sitze. Okay. Ja. Entschuldigung. Alles okay. Gut, und wieder Gas geben. Enge Linkskurve. Und nochmal Tempo. Pass auf, bitte. Gut, super. Okay, und durch. Ja, anhalten. Okay. Und absteigen. Danke. Cool. Hey. Ja, das ist jetzt noch, aber jetzt. Musik hat man raus, aber nachher.